Netzprediger 39 ist da heute mit folgenden Themen. Das Griechenland-Crowdfunding. Wir haben zwei Geburtstage zu feiern. Adam, hast du uns auch wieder ein Hack der Woche mitgebracht? Ja, tatsächlich. Das Hacking-Team wurde nämlich gehackt. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Außerdem interviewt LeFloid die Kanzlerin und ich habe exklusives Bildmaterial, wie die Kanzlerin dazu überzeugt wurde. Raik Anders spricht mit Markus Becker von netzpolitik.org darüber, dass die offenbar gegen die ermittelt wird, weil sie über den Verfassungsschutz berichtet haben. Und bei mir zu Gast hier ist Alexander von Huxilla TV. Hallo. Nicht nur mit seinem Buch über Axel Stoll, sondern auch mit Filmausschnitten. Darüber. Genau, der neue Film Dr. Axel Stoll, der Film. Den stelle ich hier vor. Ich kenne Erich van Däniken persönlich sehr gut. Ja. Ich bin auch Mitglied der AAS, also Endurance Astronaut Society. Ja. Ich habe an Weltkongressen teilgenommen. Und Erich van Däniken, der weiß sehr wohl auch über die deutschen Flugscheiben. Okay. Nee, aber ich habe immer gefragt, unter vier Augen natürlich, ja. Muss ja nicht jeder mithören. Da sagte nur, nee, das darf ich nicht sagen, sonst verliere ich meine. Ich kann keine teuren Expeditionen mehr machen. Mein Name ist Erich van Däniken. Ich bin gefragt worden, ob ich einen Herrn Dr. Stoll persönlich kenne und mit ihm auch ein persönliches Interview gehabt habe. Ich habe nicht den blassesten Dunst, wer dieser Herr Dr. Stoll sein soll. Und daraus sehen wir exklusive Ausschnitte, reden da ein bisschen drüber. Das alles in Folge 39 vom Netzprediger auf Massengeschmack TV in HD oder als Podcast. Jetzt sofort.